Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine richtig fette Beineinheit, denn ich habe ja, wie ihr wisst, einen neuen Trainingsplan in der Offseason 3.0. Bedeutet, ich trainiere alle 9 Tage nur noch meine Beine. Heißt, heute gibt es eine richtig aggressive Beineinheit. Wir befinden uns momentan in einem richtig nicen Fitnessstudio hier im Ungeheuer. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Gym. Einzigster Vorteil, hier sind viel, viel weniger Leute am Start. Also man hat seine Ruhe und kann sehr konzentriert und fokussiert seine Beine zerfetzen. Apropos zerfetzen, ich gönne mir hier 55 Gramm Goat Pump und dazu, Leute, hier gibt es nämlich auch noch eine ganz besondere Sache, und zwar nicht das Aquarium, das habe ich in meinem Reel schon gezeigt, sondern hier gibt es richtig schön Monster Energy und da gönnen wir uns auf jeden Fall ein. Leonie, welchen soll ich nehmen? Na, den hier. Also die habe ich gar nicht gefeiert, weil hier ist hier ist keine Kohlensäure drin, also ich will auf jeden Fall normalen. Also ich werde den da probieren. Ich gönne mir auf jeden Fall hier Ultra Red, darauf habe ich heute richtig Bock. Das ist meine Go-To-Dosierung und zwar 55 Gramm Goat Pump in Kombination mit einem Monster. Heute, wie gesagt, einen roten Monster und dann läuft das Training richtig, richtig gut. Wenn ihr eine mega fette Einheit haben wollt, dann könnt ihr dazu auch noch den Goat stacken, dann knallt es nämlich richtig. Wenn ihr mal Booster ausprobieren möchtet oder allgemein Supplements, kann ich euch den Code Kai empfehlen, denn dann spart ihr bei Rocker Nutrition immer 10%. Das war jetzt genug Werbung. Wir zerfetzen jetzt die Beine und gehen erstmal schön aufs Laufband. Und dann sehen wir uns gleich bei der ersten Übung und einem richtig knackigen Voiceover. Let's go. Den Leg Day habe ich dann gestartet mit Beinbeuge und zwar liegend. Hier habe ich an der Olymp-Maschine trainiert. Im Ungeheuer-Gym gibt es viele verschiedene Oldschool-Maschinen, die teilweise wirklich sehr, sehr effektiv sind und richtig intensiv. Und da habe ich mir auf jeden Fall den Olymp-Beinbeuger ausgesucht. Beim Beinbeugen im Liegen solltet ihr darauf achten, nicht komplett die Beine durchzustrecken, denn in den untersten 15 Grad des Bewegungsradius arbeitet sehr, sehr viel die Wade mit. Dementsprechend, wenn ihr den Fokus mehr auf dem Hamstring haben möchtet, dann braucht ihr unten einfach nicht die Beine durchzustrecken. Und ich habe zusätzlich auch ein besseres Gefühl, wenn ich die Beine nicht komplett durchstrecke. Hier habe ich 4 Sätze ausgeführt, 11 bis 14 Wiederholungen, auch so ein bisschen, um das Knie warm zu machen. Und dann ging es an den Quad. Hier seht ihr schon, der Beinstrecker, den habe ich absolut ausgemaxt. Und zwar habe ich hier einen Gympin, das war mein eigener Gympin, habe ich in den Gewichtsstack reingesteckt, dann auf jeden Fall 20 Kilo draufgeladen und dann habe ich auf jeden Fall 2 Sätze Beinstrecker ausgeführt. Hier war geplant 7 bis 11 Wiederholungen, aber bei keinem Beinstrecker reicht da das Gewicht aus. Dementsprechend habe ich hier einfach mal im ersten 24, im zweiten waren es dann 19 Wiederholungen gemacht. Hauptsache bis zum Muskelversagen, bis es den Quad richtig krass zerfetzt hat. Hier im Hintergrund wurde noch ein bisschen was an dem Licht gemacht. Ich sag's euch, in jedem Fitnessstudio, in dem ich zurzeit bin, wird immer, wenn ich filme, irgendwas mit dem Licht gemacht. Aber hat mich auf jeden Fall nicht gestört. Ich habe hier Vollgas gegeben und habe so schon mal einen richtig produktiven Stimulus gesetzt, um gleich in der nächsten Übung meine Beine komplett zu zerlegen. Anschließend habe ich dann die absolute Höllenübung ausgeführt und zwar Bulgarian Split Squats an der Multipresse. Hier habe ich natürlich meinen vorderen Fuß wieder erhöht mit einer 25er Gewichtsscheibe und darunter habe ich nochmal so ein kleines Pad gelegt. Einfach, dass der vordere Fuß erhöht ist. Dadurch hat man nämlich einen größeren Bewegungsradius und dann ist die Übung noch viel, viel, viel effektiver. 3 Sätze. Der erste Satz war ein bisschen leichter, 11 bis 14 Wiederholungen und dann den zweiten und den dritten Satz dann mit 11 bzw. mit 7 bis 11 Wiederholungen ausgeführt. Hier habe ich es mal von der Seite gefilmt. Hier gibt es so einen Bulgarian Split Squat Ständer, den habe ich direkt verwendet, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angefühlt und schaut mal, wie tief ich immer nach unten gehe. Ich achte schön darauf, dass unten mein Glut, also mein Po, gestretched wird und schiebe bei der Übung auch das Knie so weit wie es geht nach vorne, um halt eben richtig schön den Quad mit reinzubekommen. Jeder, der dünne Beine hat oder Probleme hat, dicke Beine aufzubauen, der soll die Übung machen und dann reden wir mal weiter. Ich mache die Übung schon mittlerweile, ich glaube, 7 Jahre fast schon durchgängig und das erklärt auch ziemlich sicher, warum ich so fette Beine habe. Dann ging es auf jeden Fall weiter mit der Beinpresse und zwar einen Satz, einen sogenannten Widowmaker Set. Ich werde euch gleich erklären, was es ist, oder ein Rest-Pause Set. Und zwar muss ich noch ein bisschen was zur Beinpresse sagen. Ich habe jahrelang die Beinpresse eigentlich gar nicht ausgeführt, weil ich sie absolut überhaupt gar nicht feiere, weil erstens, ich muss da sehr, sehr viel Gewicht drauf beladen und das stört mich schon mal extrem. Und zweitens, ich habe da nie ein gutes Feeling bekommen. Aber so wie die Beinpresse jetzt momentan in meinem Trainingsplan drin ist, haut die sehr, sehr gut rein. Und zwar habe ich hier in Anführungszeichen nur 300 Kilo drauf geladen. Der Wiederholungsbereich ist 15 bis 30 Wiederholungen. Und zwar mache ich die ganze Sache so, also ich führe einen Rest-Pause-Set aus oder halt eben genannt Widowmaker-Set. Zuerst schaue ich, dass ich ein Gewicht wähle, dass ich zwischen 15 bis 30 Wiederholungen schaffe. In meinem Fall habe ich mit 300 Kilo, ich schaue mal nach, 26 Wiederholungen geschafft. Dann seht ihr, setze ich das Gewicht nicht ab, sondern halte es oben und mache so 10 Sekunden Pause, 15 Sekunden Pause. Dann haue ich nochmal 4, 5, 6 Wiederholungen hinterher, wieder bis zum Muskelversagen oder bis zum absoluten Schmerzpunkt. Und dann werdet ihr gleich sehen,
mache ich nochmal 10 Sekunden Pause und führe das Ganze nochmal aus. Vorteil hierbei ist, ihr braucht erstens mal nicht so viel Gewicht, zweitens, ihr habt einen extrem hohen metabolischen Stress, bekommt dadurch einen richtig krassen Pump und ihr braucht halt, wie gesagt, nicht so viel Gewicht. Und das war immer so das Problem bei der Beinpresse, wenn ich da jetzt 500, 600 Kilo drauf lade, dann habe ich mich schon oft verletzt. Ich hatte sogar mal ein Patellaspitzensyndrom von der Beinpresse und dann habe ich ein halbes Jahr nicht richtig Beine trainieren können. Dementsprechend bin ich von der Beinpresse komplett weg. Aber mit dieser Übungsausführung oder Intensitätstechnik funktioniert es extrem, extrem gut. Es ist ultimativ viel Schmerz und einen richtig kranken Trainingsstimulus habe ich damit auch gesetzt. Also ich sage euch eins, mein Muskelkater hat es richtig, richtig zugeschlagen. Dann als nächste Übung auf jeden Fall Adduktoren an der Maschine. Und zwar hier, es ist eine Cybex-Maschine und ich muss sagen, mal die erste Adduktorenmaschine, die schwer genug ist. Hier habe ich den Full Stack genommen und habe gerade so 15, 16 Wiederholungen schaffen können. Also es war sehr, sehr nice und intensives Feeling. Ich habe natürlich hier bei der Adduktoren, achte ich immer darauf, die negative maximal langsam mitzunehmen, um halt auch wirklich einen intensiven Stimulus zu setzen. Denn wenn man das Gewicht nach hinten fallen lässt oder die negative nicht kontrolliert, dann ist das Ganze natürlich viel, viel einfacher. Aber darum geht es ja nicht. Wir möchten es uns ja nicht so einfach wie möglich machen, sondern mit so wenig Gewicht so viel Stimulus wie möglich setzen. Und da solltet ihr auf jeden Fall die Negative kontrollieren, beziehungsweise auch die Umkehrpunkte eine kurze Pause einbauen, damit man einfach komplett den Schwung rausnimmt und sich nochmal besser auf die Zielmuskulatur fokussieren kann. Hier habe ich nochmal mit den Händen nachgeholfen. Das war der letzte Satz. Da ging es dann darum, nochmal alles rauszuholen, denn es war der letzte Leg Day vor dem Deload. Also egal, was ich heute mache, ich habe es dann bis zur nächsten Einheit oder so wegregeneriert. Dementsprechend ging es hier richtig intensiv rein. Und dann direkt weiter an der Maschine gemacht und zwar Hip-Abduktor und zwar für den Glut. Ist bei mir auch schon lange im Plantraining, ich muss sagen, haut echt, echt intensiv rein. Hier habe ich nicht mal den vollen Stack geschafft, ihr seht's. Also ich sage euch eins, wenn ich mir ein perfektes Gym bauen würde, dann würde auf jeden Fall diese Maschine im Gym drinstehen. Ich hatte ein richtig schönes Feeling. Auch hier bei Abduktoren wird der Bewegungsradius irgendwann mal immer kleiner und kleiner, sodass ich zum Schluss dann nur noch in der gedehnten Position ein bisschen hin und her schwinge. Aber es setzt trotzdem einen sehr, sehr starken und intensiven Stimulus. Als vorletzte Übung standen die Waden dann an. Waden an der Maschine habe ich trainiert, und zwar Wadenheben. Hier war auch eine Olymp-Maschine. Und zwar beim Wadenheben fokussiere ich mich immer darauf, wie ich gerade schon gesagt habe, die Negative stark zu verlangsamen und auch nochmal unten kurz so 1-2 Sekunden das Gewicht zu halten, um halt wirklich sicher zu gehen, dass überhaupt gar kein Gewicht oder halt eben keine Last von der Achillessehne abgenommen wird. Die arbeitet nämlich stark mit, wenn man die Waden mit viel zu viel Schwung trainiert. Dementsprechend habe ich das hier so gemacht und ich sage euch eins, meine Taktik funktioniert sehr, sehr gut. Zum Schluss mache ich dann noch ein paar Half-Raps in der gedehnten Position und dann ist die Wade auch schon beendet. Hier habe ich, wie gesagt, 5 Sätze, a 11 bis 14 Wiederholungen ausgeführt und dann ging es auch schon weiter zur letzten Übung. Und zwar die letzte Übung waren sogenannte, werdet ihr die gleich sehen, Bozo Ball Crunches. Und zwar Vorteil dieser Übung ist, ich habe hier richtig krasse Dehnung auf meine Bauchmuskulatur. Und zusätzlich habe ich hier den meisten Widerstand in der gedehnten Position und ich habe schon direkt gemerkt am Anfang, als ich die Übung implementiert hatte, dass man davon sehr, sehr intensiven Stimulus setzen kann. Und ich habe auch Bauchmuskelkater bekommen, was bei mir überhaupt nicht so häufig der Fall ist. Also ihr könnt gerne mal dieses Setup oder diese Übung ausprobieren. Wenn ihr keinen Bozo Ball habt, dann könnt ihr auch mal gerne was anderes unter euren Rücken legen, zum Beispiel so eine Matte oder vielleicht mit der Black Roll wird es nicht funktionieren, aber irgendwas unter den Rücken legen, dass man ein bisschen mehr Range of Motion nach hinten habt. Ihr könnt es eventuell auch auf einer Bank ausführen, dann funktioniert die Sache richtig gut. Das war mein kompletter Leg Day, hat riesig Spaß gemacht und ich sage euch eins, zwei, drei, vier Tage hatte ich richtig harten, intensiven Muskelkater. Ich hoffe, ihr habt was gelernt von dem Video, setzt es in eurem Training, in eurem Leg Day auch um. Ich bin raus, euer Kai. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten YouTube-Video. Ciao.